Hallo meine lieben Dinosaurier-Freunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Jurassic World Evolution. Wir suchen hier gerade nochmal unseren Strontiumimus, der da drüben wahrscheinlich immer noch rumliegt. Machen wir ein Foto. Betäubter Strontiumimus. So, liegt faul einfach rum. Das gibt ernsthaft Geld. Wurde betäubt. Okay. Ich nehme jedes bisschen Geld, was ich bekommen kann. Zurück. Übernehme das Steuer. Steht jetzt hier so rum. Ranger Team 1, wenn ich dies wahrscheinlich beim Ceratosaurus drin gelassen hätte, hätten wir jetzt wahrscheinlich ein Team weniger. Hier brüten wir nochmal was aus. Wieder. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich mehrere davon habe. Die kosten ja nicht viel. So, dass wir einfach mal so eine ganze Bande von denen haben, ne? So, kann ich jetzt was mit dem machen? Wie lange bleibt denn der betäubt? Er ist schon durstig. Brutvorgang. Das Ausbrüten eines Dinosauriers mit einem Genom, das nicht hundertprozentig vollständig ist, kann fehlschlagen. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Okay. Die Lebensfähigkeit bestimmt die Erfolgschance des Brutvorgangs. Ach, das ist prozentuale Wahrscheinlichkeit. Upgrades für den Erfolgsrate des Hammond-Entwicklungslabors erhöhen die Lebensfähigkeit. Genmodifikationen verringern die Lebensfähigkeit. Ja, habe ich mir schon gedacht. Genmodifikationen erhöhen die Kosten des Brutvorgangs, können jedoch Dinosaurier mit erheblichen Vorteilen und höheren Bewertungen hervorbringen. I got it. So, darf ich ihn jetzt hier transportieren? Dann wacht er nämlich vielleicht auf. Das war beim letzten Mal ja auch so. So, was ist jetzt los? Oh, das ist abgebrochen. Aussondern. Das scheint zu klappen. Beim anderen ist es schon ziemlich früh schief gegangen. Ich mache es halt gleich nochmal ein. So, den tun wir mal freilassen. Ich breche das gleich mal ab. Ich muss ja nicht jedes Mal dazu gucken, wie da so ein Tierchen durch die Gegend geschickt wird. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unserem Geld? Wir machen 57.000 pro Runde. Mir fehlt noch die Mission hier von ihr. Beschaffen Sie 50% des Genoms eines Triceratops. Ach. Da ist die Mission. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Ja, schöner Monolog. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. So, jetzt sind das schon zwei, ne? Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Ja, jetzt ja, ja. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Ich denke, ich habe das aber eigentlich schon zu den Finanzen. Ah, Gewinn pro Minute 61.022. Dadurch, dass ich jetzt mehr Dinosaurier habe, also so eine kleine Herde, machen wir jetzt mehr Geld. Ticketverkäufe 81.000, Einkommen durch Attraktionen 198. Wow. Ach, es steigt sogar. Ach, das ist gar nicht pausiert dann. Okay, muss man wissen. Strom, Auslastung, Verlust, laufende Kosten für Attraktionen. Klagen wegen Gästeverletzung. Bam, minus 1 Million Pleite. Innovationszentrum, bla bla bla. Letzter Monat. Einnahmen. Ich bezweifle, dass Zäune Einnahmen generieren. Es sei denn, das sind Zäune, die plötzlich auch irgendwie so einen Münzeinwurf beinhalten. Expeditionskarte. Hier könnte man nochmal was an einem Triceratops herorganisieren. Dann schicke ich da mal das Expeditionsteam hin. Hier können wir nochmal den. Ah, hier, den können wir nochmal verbessern. Komm, ich mache jetzt einfach mal alle. Da bin ich jetzt relativ stumpf.
Momentan haben wir die 50%. Das sollte jetzt ohne Probleme gehen. Hier sollten auch nochmal was geforscht werden. Ich möchte ja diese Impfung machen. Ach Gott, nee, das ist viel zu teuer. Was kann ich denn da machen? Alpin aussehen. Das Spleißen dieses Gens erschafft Dinosaurier mit grau-grünem Hautmuster. Hm. Kann für Chasmosaurus, Deinonychus, Diplodocus, Dracorex, Indominus Rex, was, den können wir auch machen, Kentrosaurus, Maya, Saura, Maya, Mayungasaurus, Mamenchiosaurus, Pachycephalosaurus, Pentaceratops, Sauropelta, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tyrannosaurus Rex und Velociraptor verwendet werden. Starke Heilung. Das Spleißen dieses Gens erhöht die Verteidigung und Belastbarkeitseigenschaften. Die Eigenschaften der Saumfinger-Echsen-DNA, die dafür sorgt, dass die Schwänze dieser Tiere wieder nachwachsen, verbessern die Geweberegeneration. Das sind alles Dinge, die brauchen wir gerade eben noch nicht. Gebäude-Upgrades. Ich will, dass die besser treffen, diese Pappnasen, oder? Asset Containment Units. Planungseinheiten ermöglichen es, ACU-Teams von aufgewerteten ACU 1 auf weitere Aufgaben zuzuweisen. Erfolgsrate. Könnte sich lohnen, diese Forschung. Begründung, ne? Jedes Mal quasi Geld auszugeben und vielleicht zu failen, ist ziemlich kacke. Ja, man im Gegensatz zu einmal quasi vielleicht 100.000 ausgibt und dadurch die Erfolgsrate deutlich erhöht. Das ist voll cool, jetzt haben wir 3 Stück davon. Problem ist eigentlich, dass wir hier nochmal, wir bräuchten hier so mal nochmal so eine eigene Zone, dass wir den Kollegen dann quasi in diese Richtung lenken können. Wir brauchen so eine eigene Zone, dass der Kollege hier vielleicht auch nochmal einen Kumpel bekommt. Weil wenn ich jetzt hier einen Fleischfresser heranzüchte, finden die das nicht so geil. Ich kann mal einen Triceratops jetzt mal ausbrüten. Das war ja, glaube ich, das, was ich jetzt tun soll, ne? Fossilien. Wir haben Fossilien gefunden. Ach komm, wir extrahieren diese DNA. Die ist richtig luxuriös, wie wir sehen. Und die machen wir jetzt auch noch oben drauf. Was haben wir denn da gefunden? Keine Dinosaurier-DNA zum Extrahieren. Ach komm, die verkaufen wir. Das sind alles Dinge. Rhodium. Ja. Warum nicht? Das bringt ja richtig fett Kohle. Also ich muss sagen, das Spiel motiviert schon ziemlich, auch wenn ich manchmal so ein bisschen so scherzhaft meckere, aber ja, das gehört dazu, ne? Das ist halt so meine Meinung in dem Moment. Schauen wir mal, wie der Triceratops sich mit den Strontiomimus da macht. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Ich soll mehr Dinosaurier beschaffen. Der redet irgendwas von Dinge schiefgehen. Brüten Sie mindestens 2 neue Dinosaurier aus und lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Ich bin mit diesem Auftrag einverstanden, aber halten Sie die Augen offen. Mehr Tiere können schnell zu mehr Problemen führen. Das machen wir. Das bringt einen Arsch voll Geld. Ich weiß da nicht, warum er das unbedingt will. Vielleicht hat der Attraktionshonsel Isaac ihn bestochen, ne? Dann wurde so, hey Alter, ich gebe dir einen Kasten Bier aus, wenn du den Chef davon überzeugst, dass er mehr Dinosaurier braucht. Ich meine, du bist der Sicherheitschef, ey, auf dich wird er hören. Okay, für einen Kasten Bier mache ich das, Mann. Wir sollen auch noch dieses Hotel bauen, stelle ich gerade eben fest. Dann hotelisieren wir doch mal. Jetzt muss ich das bloß so hindrehen. Das war krass, das würde sogar hier hingehen. Ach komm, dann machen wir es. Mehr Gäste. Ach komm, dann machen wir es aber so. Das hätten wir ja schon von Anfang an planen können. Ich wusste ja gar nicht, dass ich in diese Richtung kann. Das ist zu viel. Ach, das sind unterschiedliche Straßenarten. Ah. Oh. Interessant. Das sind unterschiedliche Straßenarten. Also da könnten wir jetzt hypothetisch gesehen noch links und rechts was hinbauen. Der hat jetzt momentan noch keinen Strom. Dinge, die man ändern kann und vielleicht auch sollte. Hm.
direkt hier so hin, wisst ihr, so an den Zipfel dieser Straße mache ich jetzt hier das hier so hin. Hier machen wir muss ich das hier? Ich führe das hinten rum. Die Leute müssen ja jetzt nicht unbedingt das Stromkabel sehen. Wahrscheinlich sind das hinten die Balkone. Bei meinem Glück. So, jetzt haben wir ein zusammenhängendes Stromsystem hier. Ich hoffe mal, dass der Kollege jetzt hier angeschlossen ist. Stromverbrauch 10. Und kein Strom. Kein Umspannwerk. Hotels erhöhen die Besucher. Wie kann ich dem jetzt hier Strom zukommen lassen? Ach, es braucht ein Umspannwerk. Ach so, dieses kleine Scheißerle hätte ich ja gebraucht. Jetzt verstehe ich endlich. Das hätten sie aber echt einmal früher erklären können. Ja. Jetzt haben wir das Umspannwerk halt direkt dahinter. Ja, genau das brauchen wir. Gut gemacht. Jetzt habe ich 1 Million ausgegeben für 100.000. Also im Grunde ein 10% Rabatt oder so. Boah. Schifft's aber echt gut hier. Ich glaube, da sollten wir auch nochmal irgendwie einen Sturmschutz machen. Weil da oben haben wir schon einen Sturmschutz, hier noch nicht. Machen wir hier so richtig krass hier vorne hin. Dass die Leute wissen, dass wir uns um sie sorgen. Oder kann ich das hier hin machen? Deckt das hier auch noch ab? Ich nehme mal an, ja. Warum muss das so komisch sein? So scheps, das Gebäude. Hm. Wir machen es dahin. Dann sind die jetzt hier auch geschützt. Ich weiß, dass es alles teuer ist, aber ich will es ja gleich einmal richtig gemacht haben. Das ist echt ein Langzeitplan, das da unten, oder? Na? Go, go, go. Ja gut, ich brauche das eh nicht. Wie sieht's jetzt aus mit unserem Triceratops-Genom? Also das haben wir jetzt. Ich denke mal, wir lassen jetzt einfach mal... Hallo? Einen Triceratops frei. Beziehungsweise brüten ihn aus. Kostet bestimmt einen Arsch voll Geld. Och, schlappe 230.000. Scheiße, ey. Wir tun es aber. Im schlimmsten Falle würde jetzt... Geht das jetzt halt schief, ne? Aber geldtechnisch sind wir trotzdem noch ganz gut dabei. Angriff 53, Verteidigung 26. Den dann quasi gegen so einen anderen kämpfen zu lassen, könnte spannend werden. Vielleicht soll ich gleich 2 rauslassen. Wir machen das. Ich will gleich 2 davon haben. Dann habe ich den anderen Job auch gleich erledigt. Ich würde gerne wissen, nochmal sehen, was ich da für Kohle machen kann. Zeigt die finanzielle das finanzielle Abschneiden der Attraktionen an. Das ist so gelb. Das ist also okay. Das ist alles eher so gelb. Das Hotel kann nur mehr Leute reinführen, aber nicht irgendwie selber Geld verdienen, was irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht, aber wahrscheinlich ist es in den Ticketpreisen mit drin. Und da kommen die Leute an. Isla Mantaceros. Eigentlich müsste man hier gleich was in die Richtung machen, ne? Essen. Zeigt an, wo die Gäste hungrig sind. Gleich hier? Ja gut, da ist das Fastfood-Restaurant ja gleich hier ganz sinnvoll. Gäste 20 von 240. Getränke. Zeigt an, wo die Gäste durstig sind. Also das Fastfood-Restaurant sicherlich ganz gut. Zeigt an, wo die Gäste einkaufen wollen. Hier. Und hier ist eine Riesennachfrage für Einkäufe. Aha. Zeigt an, wo die Gäste unterhalten werden wollen. Ja, lass mich raten. Hier auf jeden Fall. Was ist das hier?
Transportzeit. Aber die Gäste, die Reisezentren ausgehen vom Ausgang, sonst zu lange dauern. Da ist zum Glück nichts dergleichen. So, die sind fertig. Wir haben einen Triceratops. Wunderschönes Tier. Ich hoffe, der ist friedlich und haut jetzt unsere Kleinen nicht. Der absolute Knaller. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Das erwarte ich auch definitiv nicht. Also ich lasse den anderen jetzt auch gleich frei. Ich folge Ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was Sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Ja, der Henry Wu. Nochmal 250.000. Also gut, wir hätten 20.000 plus gemacht. Ich habe zu gratulieren. Wir hätten 20.000 plus gemacht, wenn wir nur einen ausgebrütet hätten. Aber jetzt haben wir immerhin zwei von ihnen. Und jetzt sind sie glücklich. Bodenfutterstation, die ist betriebsbereit. Reserve 3, muss man also demnächst mal auffrischen. Was ist mit dem Kollegen da? Reserve 7. Also sobald er Hunger hat, könnten die kommen. Ich möchte jetzt noch mal in die Ranger-Station kommen lassen. Ranger-Team. Fahrzeug lenken. Oh Gott. Fahre ich jetzt die Leute über den Haufen oder was passiert ist? Ich treffe die Leute. Okay. Dinge, die man wissen muss. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie deswegen jetzt hier gleich ein... So, gleich mal gegen die Datenschutzverordnung verstoßen. Versuchen Sie es doch erneut. Ja, ich wollte... Genau, das wollte ich nur ganz, ganz kurz gemacht haben. Ich will den Triceratops jetzt hier natürlich jetzt hier fotografieren. Beziehungsweise dann auch mal eine Gruppe von Sauriern. Ey, ganz im Ernst, also die Musik, die ist schon... Ah! Grenzwertig. Ich frage mich, ob die Dinger kaputt gehen können. Müssen wir eigentlich auch mal testen. Gehen mal nah ran und gucken, wie die fressen. Boah, Belohnung einsammeln. Er findet's eher so halb geil. Die tollen jetzt hier rum. Oh, sie kommen an. Hey, cool. Gibt's auch ein bisschen Geld. Wie sie mich wegstoßen, ne? Gibt's da wiederholte Speziesstrafe, ist aber egal. Es gibt sau viel Geld, weil Triceratus Struthiomimus in einer Fotostation frisst und nochmal einer. Das ist mir egal. Das hat netto mehr gebracht. Also ich darf anscheinend nicht zu viel immer wieder dieselben fotografieren. Was man natürlich tun könnte, wäre sie fotografieren, während sie kämpfen oder so. Wir gehen nochmal zu ihm rein. Gucken mal, ob wir ihn fotografieren können, währenddessen er trinkt oder so. Ja, das gab auch Geld. Belohnung einsammeln. So, und jetzt lasse ich euch mal mit dem Vieh alleine. Viel Spaß, ihr Trottel. Nein, er rennt einfach nur weg. Oh. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Mhm.
Artefakte aus der Urzeit. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein Fleischfresser-Fossil. Nutzen Sie das Expeditionszentrum, ein Entgrabungsteam, um eine Expedition zu schicken und ein Fleischfresser-Fossil zu finden. Ja, mein Gott, machen wir das halt. Apropos Dinge suchen und finden. Wir grasen jetzt einfach mal ab, was wir noch so haben. Hier ist nochmal ein Ceratosaurus-Fossil, was wir finden könnten. Ich muss das wahrscheinlich irgendwann mal upgraden. Ich weiß gar nicht mehr, was der Huayangosaurus, meine Fresse, was der alle, was an dem so besonders ist, aber ich suche jetzt halt mal danach. Vielleicht sollte ich auch mal dieses ganze Expeditionsgedöns mal ein bisschen mehr ausbauen. Ich soll ja das jetzt hier erforschen, das machen wir jetzt auch. Wir machen ja auch gerade eben ordentlich Geld. Das will ich eigentlich gar nicht. Intuitives Lernen. Das Splicing-Skin erhöht den Angriffs- und Belastbarkeitseigenschaften. Tests zeigen, dass die Krähen-DNA schnelle neurale Verbindungen im Gehirn erzeugt. Ach komm. Achso, ich kann das gerade eben gar nicht forschen, weil ich schon was anderes forsche. Die brauchen noch zwei. Was brauche ich eigentlich hier für ein weiteres Grabungsteam? Forschung abgeschlossen. Gut. Gebäude-Upgrades. Ausfallschutz. Kostet 100.000. Verbesserte Leistung. Erhöht die gesamte Stromproduktion. Treffsicherheit. Ranger-Nachladetempo. Ranger-Teamplanung. Planungseinheiten ermöglicht es Ranger-Teams von aufgewehrten Stationen eine weitere Aufgabe zuzuweisen. Ranger-Treffsicherheit. Kostet alles wirklich viel Geld. Sehr viel Geld. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Inselnavigation. Ich habe halt immer noch keine Chance, diese eine Aufgabe zu erfüllen, aus meiner Sicht, ne? Diesen Triceratops jetzt da zu brüten, sage ich jetzt mal. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Da gehen jetzt die Leute auf jeden Fall außen ein. Ich finde es immer noch schade, dass die Türen sich nicht auf und zu bewegen. Das ist der Schutzraum. Alle Schutzräume öffnen, ne? Okay. Schutzraumversorgung 55%. Bietet Inselgästen Schutz vor Stürmen und ausgebrochenen Dinosauriern. Sie können in Notfällen geöffnet werden, um zu verhindern, dass die Anlagenbewertung abfällt. Jawohl, mehr Fossilien. Was ist das denn hier? Rhenium. Auch weg mit. Und das hier ist... Ah, das ist der Huayangosaurus. Boah, eher so mittelgeile DNA, aber... Wir nehmen alles, was wir kriegen. Denn wir sind verzweifelt. Wir brauchen allerdings mehr Triceratops-DNA. Ich mache trotzdem erstmal diesen Edmontosaurus. Ich möchte diese ganzen Forschungsstellen mal abgeforscht haben. Sau viel in den USA, aber in den USA wurde natürlich auch sehr, sehr viel DNA gefunden. So, jetzt bin ich echt am Überlegen, ob wir jetzt nicht mal wirklich hier diese Anpassung hier vornehmen, ne? Das fände ich jetzt eigentlich ganz sinnvoll. Seht ihr, was ich meine? Das hier so hin. Und so. Und jetzt brauche ich hier nochmal ein Tor. Genau in die andere Richtung. Warum zum... Ah, hier würde es hingehen. Hallo? Ach, zu nahe am Dinosaurier. Terrorbeschränkungen. Moment. Ach, wie geil. Ich kann das hier alles absenken. Ich kann das absenken. So, jetzt habe ich hier eine Ebene geschaffen. Okay. Dann wollen wir jetzt mal das Gehege machen. Wobei es eigentlich smart gewesen wäre, das System da drüben noch so mal so ein bisschen mit einzubeziehen, ne? Also hier so. Wisst ihr was? Das machen wir nochmal weg. Das kriegen wir besser hin. Die
Zahlen sehen großartig aus. So. Jetzt haben wir genau das, was ich wollte. Dieses doppelte Sicherheitssystem. So, jetzt machen wir das hier mal auf, dass der Kollege wieder rein kann. Ich möchte nämlich, dass er da reingeht. Dass er rüber geht. Hey du. Das Problem ist, der macht, was er will. Kann ich den nicht irgendwie locken? Ich weiß nicht. So, wir haben wieder Fossilien. Silber. Ja, nehmen wir auch gerne. Oh, das ist richtig geile DNA. So, dann können wir jetzt nochmal nach den Triceratops sehen. Und Dracorex müssen wir ja auch gucken. Was ist denn das hier nochmal? Genau, ich will jetzt, wir müssen jetzt das hier machen, an diese Stelle. Weil dann bekommen wir den Dracorex und den Triceratops nach oben gepusht. Hoffe ich doch mal. Kostet mich das eigentlich, was das hier abzusenken? Tatsächlich, das kostet Geld. Gut, macht aber auch Sinn. Wäre seltsam, wenn das nichts kosten würde. So, ich hätte gar nicht eigentlich eine Straße hier geplant, ne? So ein. Nee, das ist viel zu fett. Das ist auch viel zu fett. Das ist besser. Was? Verbaut? Echt jetzt? Ich kann da keine Straße setzen. Ich bin menschlich enttäuscht. So, und jetzt hier so drauf zu, ne? Das Rhinus-Prinzip. Möchte ich das haben. Ich möchte ihn jetzt gerne echt mal da reingescheucht haben. Wie viel ist da noch drin? 2. Ja, es ist genügend Futter für die. Also es wäre schon irgendwie cool, wenn man die irgendwie locken könnte. Vielleicht kann ich ihn... Warte mal, ich habe eine Idee. Das machen wir ganz einfach. Aufgabe hinzufügen. Bitte betäuben. Verstanden. Dann können wir nämlich das hier nämlich schließen. Wozu haben wir denn diese Teams? Das ist eigentlich so totale Tierquälerei jetzt quasi, ihn wegen diesem kleinen Scheiß jetzt hier zu betäuben. Was, das ist Tor Nummer 6? Wie viele Tore habe ich denn, um Himmels Willen? Oh, guck mal. Der reagiert sogar auf den Helikopter. Die sind zu doof, das zu machen, glaube ich. R. Ach, der ist schon weg. Ups. Ich habe es geschafft, ein betäubtes Tier zu betäuben. Transportteams. Please bring him over here. Das wäre unglaublich großartig. Da kommen sie an. Okay, ich muss immer noch ein Fleischfresser-Fossil finden. Das ist allerdings noch ein bisschen Langzeitplanung. So, die schaffen sie jetzt rüber. Das ist gut. Ach, ich bin immer noch in diesem Modus hier. Ach, Strom. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will. Aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Der Typ, ey. Irgendwas wurde jetzt unlocked hier. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. So, wie du jetzt plötzlich weg bist, ne? Kraftwerke versorgen die Insel mit Strom. Umspannwerke leiten Strom in umliegende Gebäude. Stellen Sie sicher, dass die Umspannwerke durch Masten und den Kraftwerken verbunden sind. Ja, das habe ich inzwischen jetzt auch rausgekriegt. Danke, dass ich es jetzt rauskriege, nachdem ich es selbst rausgekriegt habe. Produkt unterwegs. Hört auf, es Produkt zu nennen. Es lebt. Oh, wir machen jetzt nur 87.000. Also bis jetzt habe ich kein Problem damit, hier Geld zu machen. Ich glaube, Muerta wird mit 3 Sternen freigeschaltet. Ah, okay. Aufträge.
neuen Auftrag anfordern? Ach, ich kann selber Aufträge anfordern. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Was, erhöhen Sie Ihre Dinosaurierbewertung auf 1,5 Sterne? Aha. Lass mich in Ruhe, Junge. Fleischfresserfossil und das ist immer noch dieser Krichtonsaurus. Egal, wir müssen jetzt erstmal hier forschen. Ach, wir sind schon bei 69%. Ja, dann haben wir das ja gleich. Dann haben wir es gleich, Leute. Dracorex. Komm, wir machen das Ganze hier nochmal. Dann können wir nämlich den Triceratops-Index ausbrüten. Wie viel ist da jetzt noch drin? Noch immer noch 2. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Ich werde sie trotzdem nicht auf die Besucher loslassen. Es streift umher. Dem geht's immer noch extrem gut. Ich frage mich, was passiert, wenn wir dem einen Compadre geben. Dinosaurier ausbrüten. Wisst ihr was? Wir können eigentlich auch vorher nochmal so einen Edmontosaurus machen. Oder 2. Machen wir mal 2 Stück und tun die auch zu den Pflanzenfressern. Ich frage mich ja, ob ich... Helm- und Entwicklungslabor besuchen. Ach, scheiße. Gleich mal wieder Geld zum Fenster rausgeworfen, wie ich es liebe. Keine Verteidigung. Es wäre halt schon mal interessant, irgendwie, wisst ihr, so ein Ceratosaurus auf einen Triceratops loszulassen. Mal gucken, was passiert. Von den Werten her, der Triceratops. Was sind denn seine Geborgenheitsschwelle? 40%. Er fühlt sich geborgen hier definitiv. 30 Dinosaurier-Bewertung. Er heißt schon 8. Ah, okay. Ah, okay. Angriffsgene 53, Verteidigungsgene 26. Also 53, 26. Und er hat... ...73, 24. Ich glaube, er würde gewinnen. Ich denke, er würde gewinnen. So, die sind jetzt, glaube ich, hier drin schon fertig. Ne, werden gerade eben fertig. Den lassen wir jetzt mal raus, den Kollegen. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt zugucken, wie der dabei rauskommt. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Aha. Extrahieren Sie im Fossilienzentrum eine neue DNA, um mindestens 50% eines Dinosauriergenoms zu erhalten. Pff, nehme ich halt mal an. Hören Sie... Ich weiß, dass die Sicherheitsabteilung nach Möglichkeiten sucht, die Dinosaurier zu kontrollieren. Und vielleicht ist das neue Genom dabei hilfreich. Aber diese Tiere brauchen Verständnis, nicht Kontrolle. Vertrauen und Respekt beruhen auf Gegenseitigkeit. Bestätigt. Den Schabi, dann ist er durch dieser hier rein. Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Das glaube ich sofort. So, dann lassen wir den auch gleich raus. Währenddessen der andere Kollege gerade eben schon betäubt wird. So, T, Transport, zack, zack. Produkt muss eingesammelt werden. Ich frage mich ja, was passiert, wenn ein Tier betäubt ist und ein Fleischfresser dabei ist. Wo ist mein Heli? Halt, Heli, Heli. 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 Helikopter fliegen. So,
So, jetzt müssen wir da irgendwie wieder rüber. So. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr denkt, vielleicht. Ups. Ups. Transportiere Produkt. Oh, wie war das nochmal jetzt hier mit dem Gewehr? Ja, oh, na toll. Sag mal. Produkttransport beendet. Wie kann ich den nicht treffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Der wird aber nicht K.O. gehen deswegen, oder? Nee, wird er nicht. Na also. Kann ich ihn jetzt fliegen lassen. Und den Kollegen hier auch einsammeln. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Wahrscheinlich wird es hier Fresschen demnächst mal alle gehen, ne? Ja, eins ist noch in Reserve. Gewinn pro Minute 120.000, ist doch geil. Was kann ich jetzt tun? Hier nochmal ein paar Fossilien. Ne? Ach, wieder jede Menge. Also es ist gar nicht so schwer, Geld zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. DNA extrahieren, DNA extrahieren. Geht bis jetzt eigentlich ganz cool. Transport im Gange. Ah, das haben wir fast schon erledigt, diesen Job hier. Eigentlich sollte ich sogar jetzt hier mal wieder fotografieren, weil mein Ranger, ich will diesen das Ranger-Team Aufgabe hinzufügen. Futterstation auffüllen. Kümmere mich um Futterstation. Zustellung wurde. Und dann können wir auch nochmal irgendwann mal ein Foto machen, ne? Find's cool, ey. Da ist immer noch eine Reserve drin. Will ich den Kollegen jetzt eigentlich schon machen? Nee, warte mal. Wir sind, glaube ich, immer noch dabei hier. Das letzte Genom hier zu sequenzieren. Und wir sind immer noch nicht so weit, dass wir jetzt hier diesen Dracorex hier machen könnten. Da kommt das Auto an. Ich frage mich, wie groß der Park sein kann. Dass jetzt hier schon wirklich alles ist, was wir jetzt hier haben, so von der Räumlichkeit her. Seht ihr? Sicherheit. Das ist der Grund, weswegen ich das hier so lösen wollte. Können Sie die Futterstation auffüllen? Da ist zwar noch eine Reserve drin, aber. Sobald Sie das gemacht haben, übernehme ich die Karre. So, jetzt haben Sie es gemacht. Fahrzeug lenken. Foto. Das war nicht schlecht. Zurück. Vielleicht gilt das ja für alle dann so. Oh, das war ein richtig fettes Foto. Ja, der Edmontosaurus war halt schon mal dabei. Da wird die Hälfte abgezogen. Aber es macht Spaß, die Fotos zu machen. So, kann ich jetzt hier meinen super tollen Ole Ole Triceratops hier mal zusammenbauen? Please. Let me breed you. So, der wird eine Weile brauchen. Jetzt können wir mal wieder forschen gehen. 5 neue Gegenstände im Inventar. Ach, machen wir mal dieses intuitive Lernen. Warum nicht? Wahrscheinlich werde ich später bereuen, dass sie das können. Das ist gleich fertig hier. Ich schicke es dann gleich nochmal hin, weil ich nämlich diesen Dracorex haben will, oder? Setzt weitere Expeditionszentren voraus. Also ich brauche noch mehr Zentren. Don't ask me why.
sind aber richtig beschissene Gene hier. Also ich bin jetzt halt mal echt am Überlegen, ob wir nicht nochmal so ein Expeditionszentrum bauen sollen, ne? Pro Insel kann nur ein Expeditionszentrum gebaut werden. Ach so! Das heißt, ich kann jetzt gerade eben hier gar nicht mehr als diese Tiere machen. Okay, ich muss jetzt einfach hier das hier verbessern. Ich habe Aufträge, die ich scheinbar gar nicht erfüllen kann, oder wie, oder was? Wie zum Beispiel das Krichtonsaurus-Fossil. Das wäre sehr, sehr schlecht. So, da sind wir. Kann ich das upgraden? Nö. Und hier, Forschung ansehen. Die sind immer noch dabei. Das Helm- und Entwicklungslabor. Ja, wir können ihn jetzt freilassen. Nächste Job erledigt. Ich finde es übrigens lustig, dass da drin echt so ein Dschungel ist oder so. Ja, brüll du nur. Du bekommst jetzt gleich wieder Besuch von unserem von unserer lustigen Helikopter-Crew, die dich jetzt erstmal wieder K.O. schießen darf. Ich hab immer noch so ein Eck. Ja, Forschung abgeschlossen. Nett. Dann forschen wir mal weiter. Gebäude geht halt gerade leider gar nichts. Ich bedauere das. Zutiefst. Gebäude-Upgrades. Die sollen jetzt halt ja besser zielen lernen, ne? Ja. Oh, der ist schon down. So. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Das Lustige ist, man könnte hypothetisch gesehen hier wirklich so eine Art Arena gestalten, ne? Man könnte so eine Arena gestalten. Gibt es eigentlich noch weitere Gebäude, die ich bauen könnte? Oder was haben wir jetzt schon wieder? Ach, wir haben wieder ein paar Fossilien. Den Triceratops können wir weiterhin verbessern. Montosaurus. Da waren wir noch nicht. Ich schicke es jetzt halt mal überall hin. Was? Es gibt den Südpol nicht. Was für eine Sünde. Gibt's immer in Grönland. Grönland gibt's. Aber da kann man anscheinend überhaupt nichts. Was ist denn jetzt los? No! Er ist krank. Hakenwürmer. Fuck my life. Okay, wir müssen etwas tun. Ranger Team. Heal this dinosaur. Transport abgeschlossen. Wie sieht's jetzt aus eigentlich? Wir machen 123.000 plus. Und hier muss ich noch irgendetwas machen, damit die glücklich werden, diese Leute. Kann ich jetzt, wie gesagt, Gehege, Bodenfutterstationen, alles so sinnlose Sachen, Beobachtungsgalerie. Die könnten dann quasi die Dinosaurier hier beobachten. Das ist eigentlich nicht mal blöd, das jetzt hier so hinzusetzen. Bauen wir hin. Jetzt brauchen wir hier wahrscheinlich wieder ein Umspannwerk. So. Denn hier wird es nämlich kein Strom geben. Ich hab's gewusst. Hier gibt's keinen Strom, deswegen müssen wir hier was hinsetzen. So. Achso. Und jetzt muss ich irgendwie den Strom von da nach da bringen. Erledigt. Was? Was habe ich denn jetzt geschafft? Die Stärke des Herzens 2.0 ist jetzt verfügbar. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid.
Ich habe Dr. Dur schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Sie sind alle so unglaublich arrogant, ey. Okay, wir haben die Mission abgeschlossen. 1 Million bekommt Stärke des Herzens 2.0. sind verfolgbar. Was auch immer das bedeutet, ist wahrscheinlich einfach nur, dass die wahrscheinlich mehr Lebenspunkte haben oder so. Keine Ahnung. Ja, und jetzt sehen wir hier noch mehr. Also die Leute können jetzt hier noch mehr von den Dinosauriern sehen, was natürlich cool ist. Die war nämlich noch gar nicht zu sehen. Er war halt zu sehen, ne? Derzeit ist er halt nicht zu sehen. Warte mal. Forschung abgeschlossen. Ja, die ACU-Treffsicherheit ist alles ganz toll. Ich möchte jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz am Ende dieser Folge eine Forschung starten. Ein weiteres Gebäude-Upgrade. Was war denn das hier nochmal? Ich brauche nicht mehr Inventarplatz. Wir machen jetzt das Zeug hier mal, die Strom-Upgrades. Das war echt gute Arbeit. Ah, Artefakt aus der Urzeit. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Und das hat er die ganze Zeit zurückgehalten, der Kerl. Alles klar. Der versteckt also Gene vor uns. Gut, wir tun ja nochmal ein bisschen was extrahieren. Das hier ist kein Dinosaurierfossil. Wassersäugerfossilien, okay. Und hier nochmal DNA extrahieren. Gut, meine lieben Freunde, dann beende ich mal die Folge an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Ade.